Sollte Amerika dem wachsenden Einfluss Chinas in Afrika misstrauisch gegenüberstehen? Gideon Rose sagte: Viele Leute haben über die wachsende Rolle Chinas in Afrika gesprochen. Ich persönlich bin darüber weder besonders verärgert noch überrascht, denn realistischerweise geht es nur um die wachsende Rolle, die China auf der ganzen Welt spielt, da man eine wachsende Wirtschaftsmacht erwarten würde. Und es konzentriert sich auf Ressourcenspiele. Es konzentriert sich auf den Aufkauf und die Sicherung von Energiequellen und Materialien, sowie auf verschiedene Dinge, die das weitere Wachstum der chinesischen Wirtschaft ankurbeln werden. Und genau das ist es, was sie erwarten würden. So finde ich eigentlich nichts, was besonders bedeutsam oder irgendwie destabilisierend oder belastend sein könnte. Es ist wieder einmal eine Realität der Welt, in der wir leben. Nämlich dass, wenn man wirklich groß ist und sehr reich ist und wächst, wird man im Grunde genommen eine größere Rolle spielen. Und ich sehe die chinesische Rolle in Afrika nichts als etwas, worüber sich die Vereinigten Staaten dramatisch Sorgen machen müssten oder in irgendeiner Weise kontern müssen. Es hat sicherlich einige negative Folgen, denn da sich die Chinesen nicht um verschiedene Arten von Menschenrechtsfragen kümmern und sich auch nicht um politische Freiheit kümmern, sind sie mehr als glücklich, mit Diktatoren umgehen zu können. Aber weißt du was? Langfristig können die Chinesen durchaus auch in ihrem Interesse der Stabilität und Nachhaltigkeit gesunde, lebensfähige lokale Gemeinschaften und Gemeinwesen finden. Je mehr sie also in der Welt eine Rolle spielen, desto mehr werden die Chinesen zu einem Interessenvertreter und hoffentlich werden sie im Laufe der Zeit das sein, was der amerikanische Beamte Bob Selleck ihnen vor einiger Zeit aufgetragen hatte. Und anstatt sich vor einer zunehmenden globalen Rolle Chinas zu fürchten oder durchzudrehen, sollten wir im Grunde genommen wissen, dass wir es als Teil von Chinas Kommen auf der Weltbühne betrachten müssen. Like, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat, und folgt mir auf Facebook. Dort werdet ihr immer neue Posts finden von neuen Videos. Der Link ist unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Ciao und Wiedersehen, euer E-Forsten 2 Let's Play, alles David von Bros TV. Haut rein!